Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass Sie heute zusammenkommen im Rahmen der gemeinsamen Jahrestagung der deutschen, österreichischen, Schweizer Gesellschaften für Hämatologie und medizinische Onkologie. Es freut mich deshalb, weil jeder Fortschritt und so auch der medizinische immer auf neuen Ideen basiert. Und aus diesen Ideen entstehen Innovationen und diese Innovationen tragen maßgeblich zu einer modernen Versorgung von Patientinnen und Patienten bei. Die allerbesten Ideen entstehen, wenn sich möglichst viele kluge Köpfe um einen Tisch versammeln und miteinander reden, so wie an diesem heutigen Kongress. In den letzten Jahren gab es, so lese ich, bahnbrechende Revolutionen in der Krebsdiagnostik und Therapie, zum Beispiel durch neue Diagnostika und Bluttests und die laufende Weiterentwicklung von Chirurgie und Therapieformen. Aber immer noch gibt es viele ungelöste Fragen und Herausforderungen rund um die Krebserkrankung. Eine bestmögliche Versorgung von Patientinnen und Patienten verlangt Herz und Hirn, also bestes Fachwissen und Empathie, aber auch stetige Forschung und eine exzellente Ausbildung. Ich finde es großartig, dass im Rahmen dieser Jahrestagung ein Studentinnen- und Studententag stattfindet, an dem Studierende gemeinsam mit Expertinnen und Experten die aktuellen Entwicklungen und Fragestellungen diskutieren können und wertvolle Einblicke in die Fachgebiete erhalten. Heute sind Sie alle zusammengekommen, Ärztinnen und Ärzte, Pflegende und Studierende, Biologinnen und Biologen und unzählige Fachleute aus anderen wichtigen Gebieten. Da möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen zu bedanken. Ich weiß, dass gerade die letzten Jahre durch die Corona-Pandemie keine leichten waren. Sie haben durchgehalten und halten weiter durch. Sie setzen Ihr Wissen und Ihr Können für das Wohlergehen anderer ein. Danke für diesen unermüdlichen Einsatz. Und nun wünsche ich Ihnen allen viele erkenntnisreiche Gespräche, interessante Einblicke und gute Ideen. Alles Gute für die Zukunft.